Ich brauche erstmal Ruhe jetzt. Ja, sicher, lieber Freund. Du hast viel durchgemacht, aber ich habe nur ein paar Routinefragen, ne? Wir haben den Austausch gemeinsam arrangiert. Und sowas gibt uns gewisse Rechte. Ich lebe jetzt wieder in der Freiheit. Und das gibt auch mir gewisse Rechte. Liebling, hast du ganz fantastisch gemacht. Einen Scharfschützen für dieses Täuschungsmanöver zu engagieren, war ein Meisterstück. Aber wir haben keinen Scharfschützen eingespannt. Na, wer war's denn sonst? Ich habe keine Ahnung. Dann hat also wirklich jemand versucht, mich zu ermorden. Aber er hat dich verfehlt und du bist jetzt frei. Dann werden wir jetzt auf schnellsten Umwegen in die Schweiz fahren. Wo wir das Manuskript mit deinen Memoiren kassieren werden. Und das letzte Kapitel beendigen. Dann werden wir es an den Meistbietenden verkaufen. Wie ich sehe, ist meine Zukunft verplant. Bleibt schön da stehen, wo ihr steht, meine Süßen. Haltet mich bitte nicht für undankbar. Was ich jetzt tue, muss ich tun. Es tut mir selbst leid. Bist du allein, Brad? Wer parliert denn da? Als wir uns zum letzten Mal sahen, wolltest du das Auto vom Schuldirektor in die Luft sprengen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Felix Meadows. Ich hielt dich schon längst für verstorben und verscharrt. Was treibst du, Müllabfuhrversicherung? So dies und das. Sagen wir Regierungsgeschäfte. Und wie verschafftest du dir Eintritt in meine bescheidene Kemenate? Genauso wie wir früher immer die Schulkonditorei aufzumachen pflegten. Nee, trotzdem, man kann sagen über Harrow, was man will. Die Ausbildung, die wir da hatten, war schon brillant. Tja, vielleicht sollte ich erstmal erklären, worum es geht. Erst einen Whisky und dann entscheide ich, ob ich dich rausschmeiße oder du hierbleiben darfst. Du schneist mir hier so einfach in meine Hütte wie ein Gerichtsvollzieher. Tut mir leid, Brad. Ich hätte besser draußen warten sollen.
Aber ich wollte vermeiden, dass mein Besuch irgendwelche Aufmerksamkeiten erregt. Ach, so ist das. Hätte nämlich sein können, dass man mich verfolgt. Es wäre doch komfortabler ohne Mantel. Ich hab geheizt. Ich steck verflucht dick in der Tinte. Geldprobleme? Frauenprobleme. Aha. Hast du einen Manzentiger aufgekrempelt oder eine Hytäre die Locken gestutzt? Es geht um eine Menge schmutziger Wäsche in einer Scheidungsgeschichte. Es geht leider wirklich um eine ganze Menge Dreck. Ich brauche deine Hilfe, Brad. Um der alten Zeiten willen. Sieht ja aus wie Korsige nach der Wurmkur. Na, Meister der Pille, so allein? Mr. Pfeiffer, obwohl Sie nicht pfeifen. Mr. Wilde, ich freue mich. Sie sind etwas spät. Was ist denn, Knickebein? Ja, Pünktlichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne hier. Die Botschaft hat angerufen, weil wir diskret vorgehen müssen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, alles und jede Zeit. Hier, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Amerikanische Geheimdienst ist ja noch schöner als eine Freikarte fürs Kino. Behalten Sie es und wecken Sie es ein. Wo kneift das Höschen? Tja, was ich Ihnen zu sagen habe, Mr. Wilde, ist höchst vertraulich. Aber hier draußen können wir ja offen reden. So offen wie eine Hose. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, dass in unserem elektronischen Zeitalter die Wände Ohren haben. Schon lautschlappen. Sogar in einem Gelände wie dem hier kann man abgehört werden. Weihnachten steht vor der Tür. Ich wollte mir noch eine Jubeltanne rufen. Wir brauchen Ihre Hilfe, Mr. Wilde. Ich habe hier ein Bild. Sehen Sie sich das bitte mal genau an. Ein Mann namens Felix Meadows, ein Agent. In den letzten 10 Jahren hat er für die Engländer gearbeitet, aber auch für uns, für die Deutschen und Franzosen spioniert. Und wahrscheinlich auch für die Russen. Nein, ein spionierender Tausendfüßler. Wenn es den mal nicht gäbe, würde ich besser schlafen. Schlaf ruiniert aber die Trinkzellen. Es geht um seine Memoiren. Der Mann kann sogar schreiben. Ja, Sie wissen, es gibt solche Typen, die alles und jeden Mist aufschreiben müssen. So was soll's geben. Daten, Uhrzeiten, Namen, sogar die Namen der Hunde, falls vorhanden. Ja, die schreiben auch die Oberschenkelweite der letzten Rummelnote auf. Ja, peinlich, peinlich, aber sowas ist Dynamit. Damit könnte man jeden Agenten in allen Erdteilen hochgehen lassen. Sie werden nicht nervös, wenn Sie es nicht veröffentlichen. Dann liest es keiner, geht's ja überhaupt weiß, macht keinen Hals. Im Gegenteil, wir, die amerikanische Regierung, wollen die Memoiren in die Hand kriegen. Und da kommen Sie ins Spiel. Ich bin aber nicht interessiert. Mr. Wilde, darf ich Sie etwas fragen? Wenn Sie es nicht halten können. Wie gut kennen Sie einen Lord Sinclair? Könnte er besser kochen, hätte ich ihn schon geheiratet. Er ist nämlich von den Engländern verpflichtet worden. Die wollen sich die Memoiren auch in den Schlappen ziehen? Also in schlichter Parliere, wir werden aufeinander angesetzt. Na, geht doch nicht. Der Blaublütige ist fast mein bester Freund. Übrigens, ich beglückwünsche Sie. Ich nehme den Job an. Her! Ja. Was denn, Felix, ein Spion? Ehrlich gesagt, das überrascht mich nicht. Jetzt ist er natürlich hochgegangen. Also momentan ohne Verwendung, denn da stören diese verflixten Memoiren. Sie glauben, er wird sie an den Meistbietenden verkaufen wollen. Würden Sie das nicht tun? Einen Augenblick noch, Gentlemen. Er wird sich doch sicher auch an die Geheimhaltungsgesetze halten müssen. Nicht, wenn er an ein anderes Land verkauft und von hier verschwindet. Wie auch immer, wer sich in die Hand bekommt, für den sind wir jederzeit erpressbar. Und alle unsere Agenten müssten wir zurückpfeifen. Das heißt, Tausende von Spionen wären arbeitslos. Ich habe vorgeschlagen, ihn einfach zu erschießen, aber Sir Charles meinte, das wäre unsportlich. Es sei denn, es wäre ein Blattschuss. Aber wer von uns trifft schon so genau? Felix sagte mir, dass er für eine Weile aus London verschwinden müsse. Ich weiß nicht, irgendwelche Frauenprobleme. Ich habe den Cousin zweiten Grades, der sich im Ausland aufhält. Er hat ein Häuschen in Berkshire, da habe ich Felix hingeschickt. Das wissen wir schon. Wir sind nur der Meinung, dass Sie an ihn rankommen, da Sie sich aus der Schulzeit kennen. Tja, wir können Sie nicht zwingen, hochgeschätzter lieber Freund. Sie können ablehnen. Ach, ich könnte auch verneinen. Nun, in diesem Falle denke ich... Sie würden uns nur unheimlich im Stich lassen.
Großbritannien würden Sie im Stich lassen. Und wenn sowas in den Zeitungen steht, haben Sie eine ausgesprochen schlechte Presse. Denn wenn uns ein Lord von Ihrem Bekanntheitsgrad seine Hilfe verweigert, wühlt sowas eine Menge Dreck auf. Und das löst weder bei der Bevölkerung noch im House of Lords Applaus aus. Das Schlimme ist, Sie dürfen auch mit niemandem darüber reden. Die ganze Angelegenheit ist natürlich top secret. Warum fahren wir nicht ganz zwanglos nach Berkshire und kaufen die Memoiren? Ist doch nichts dabei. Man sagt, dass es zu dieser Jahreszeit dort besonders schön sei. Nein, euer Lordschaft. Shiver, Sie sehen aus wie früher, unverändert. Was Neues? Ein paar Probleme gibt's ja immer, euer Lordschaft. Ist die Köchin schon wieder schwanger? Nein, der Wasserboiler ist explodiert und im Anrichtezimmer bohrt unvermindert der Holzwurm. Und der Kamin im Südflügel neigt sich leicht. Eigentlich dasselbe wie früher, sonst nichts? Mein Asthma. Ich hatte heute Morgen einen Hustenanfall, dass der Papagei tot umfiel. Er lebte noch? Dann können Sie ja endlich sein Zimmer renovieren lassen. Ich habe schon den Klempner bestellt, denn im ganzen Gebäude funktioniert ja nur noch ein Lokus. Hat sich Mr. Meadows denn schon eingerichtet? Ich habe ihn im Westflügel untergebracht, Sir. Der andere Gentleman ist im Regency Room. Wie in alten Tagen, euer Lordschaft. Besuch zum Wochenende. Welchen anderen Gentleman denn, Chivas? Haben euer Lordschaft einen Wunsch? Ja, vielleicht ein Glas Limonade, Chivas. Sehr wohl, Sir. Hallo, Zibuzi. Willkommen im Schloss Trümmerhaufen. Ich bringe sofort den Schwert zur königlichen Rasur. Daniel, was um Gottes Willen tust du hier? Grandios, er hat mich erkannt. Ich bin hier, weil du mich eingeladen hast. Nein, tatsächlich. Ja, hast du. Wann habe ich dich denn eingeladen? Na, warst du wohl wieder besoffen? Hm? Wie oft haben mir der verschlissene Thronanwärter gesagt, warum kommst du nicht mal ein Wochenende zu mir auf Laube? Das hast du öfter gesagt, als du den kleinen Finger abspreizt. Ja, das kann schon sein. Halt doch mal den Kopf schräg, dann läuft das Hirn zusammen besonderen Grund für diesen Besuch? Na, hab ich denn was an den Lappen? Schließlich bin ich dein Freund. Na sicher. Na, sicher bist du mein Freund. Bin ich hier, um die verkalkte Staubhütte zu begutachten? Angestammtes Heim nennt man das. An welchem Stamm das liegt, ist mir doch völlig wurscht. Nun ja, wie auch immer, ich bin entzückt, dich zu sehen. Was soll dir sonst auch einfallen? Würde es dir was ausmachen, das Schwert und die Rüstung abzulegen. Ein übertriebener Brieföffner. Danke, Chiva, sehr aufdringlich. Wo ist der Mr. Meadows? Ich glaube, er macht einen Spaziergang durch den Wald, Sir. Wie denn? Du kennst Felix Meadows? Dein königlicher Methusalem parlierte über ihn. Und da deine Freunde auch meine Freunde sind, hübschen Zwirn hast du an. Kann ich's nicht erwarten, ihn kennenzulernen. Dann werde ich gehen und ihn suchen. Im Wald, da wären die Knie kalt. Geruhen, Lordschaft, einen Fasan zu schießen, denn dann staub ich die alten Flitte. Eine gute Idee, danke, Chivas. Ich dachte, du schießt ja nur auf Rentner, weil die im Norden so billig sind. Soll ich dir was sagen, Felix? Ich pirsche mich jetzt etwas in das Unterholz und suche Felix. Und du bleibst hier. Und wenn dir Robin Hood begegnet, der Rächer von Wirten und Witwen? Der Fasan im Unterholz, der hat den Schock fürs Leben. Und ein schockierter Fasan schmeckt schrecklich. Kommt auf die Soße an. Grüße deine Muhme, die Waldeule. Ich hoffe, du hast wenigstens einmal getroffen. Felix! Brad, bleib in Deckung! Was soll denn der Quatsch? Oh.
Pferdchen! Rühr dich nicht von der Stelle! Warum sollte ich? Bin ja froh, dass ich sitze. Das ist aber sehr erfreulich, obwohl es ehrlich gesagt keine Überraschung für mich ist. Heißt das, Sie haben uns erwartet, Mr. Cavendish? Ja, früher oder später schon. Oh. Und haben Sie Felix schon kontakten können? Indirekt ja. Warum sind Sie so zurückhaltend, Sir? Wir können Ihnen doch helfen. Und unter welchen Bedingungen? Unter einer Bedingung. Den richtigen Preis für die Memoiren. Nehmen wir mal an, wir wären Felix' Verkaufsagentur. Nur dazu da, damit man ihn nicht über den Tisch zieht. So ein Tisch, über den man den ziehen könnte, existiert nicht. Gut, so viel zum Scherz. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Geschäft an. Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass mir dieses glückliche Zusammentreffen den Tag gerettet hat. Dann retten Sie meinen auch, Herr Direktor. Sagen Sie, wo es hingeht, schon rausch ich los. Oh, fahren Sie doch spazieren im Park, das entspannt. Und wenn wir halten wollen, dann sage ich es Ihnen. Wollen Sie denn gar nichts essen, Mr. Pfeiffer? Nein, hier kriege ich immer so ein Sodbrennen. Also, wie lautet Ihr Vorschlag? Felix möchte, dass Sie seine Memoiren kriegen. Für wie viel? Für ein Taschengeld, weil er sie gern hat. 1 Million amerikanische Dollar. Das soll ein Scherz sein, nehme ich an. Nein, durchaus nicht. Ich bin leider nicht bevollmächtigt, so viel Zaster locker zu machen. Und nun? Ich werde mit Washington telefonieren. Das wird den Herren aber gar nicht gefallen. Wir hatten auch nicht die Absicht, die Herren zu erfreuen. Wir wollten nur einen Kunden finden, weiter nichts. Aber Sie haben das Optionsrecht, bevor wir uns an jemand anders wenden. Gut. Darf ich mal durch? Du lügst wie ein Politiker, fantastisch. Ja, habe ich doch gelernt. Je aufrichtiger man lügt, desto ernster wird man genommen. Das hat mir Felix beigebracht. Wir waren ja nicht nur im Bett zusammen. Tja, wer von Felix kommt, hat eine Allround-Ausbildung hinter sich. Wie viel sind eigentlich 1 Million Dollar in Rubel? So viel Zahlen gibt's überhaupt nicht. Russische Botschaft? Hallo, Dr. Ivanov, bitte. Aha. Nein, nein, keine Nachricht. Ist er immer noch nicht verfügbar? Felix! Wieder ein bisschen erholt? Sicher, Sie schickt der Himmel. Sie sind der Mann, den ich brauche. Haben Sie was Wichtiges vor? Nein, nein, wunderbar. Ich wollte... Kratzen Sie mir mal den Rücken. Aber passen Sie auf, dass die Schuppen dran bleiben. Ja, herrlich. Ja, tut das gut? Das kalte Buffet. Aber nicht die Gallensteine rausmassieren. Da seid ihr ja. Felix, was ist denn? Dein Drink wird warm. Daniel, du stehst rum wie eine Sauna-Jungfrau. Ja, die Gardine kommt an ihren Platz zurück. Was soll der Aufzug? Was war denn das? Froschkönig, bist du's? Mach auf und sieh nach. Das Haus gehört deiner Familie, also wirst du die königliche Bettenkammer öffnen. Warum denn ich? Weil die Blaublutwanzen ihr Herrchen kennen.
Cleo, du dummer, fetter alter Kater. Eines Tages wirst du dich hier noch selbst einschließen, ja, und dann verhungerst du. Was war das heute Nachmittag im Wald? Nun, offenbar ein Wilddieb. Tatsächlich? Er hat mich mit Schrotkugeln förmlich überschüttet. Wahrscheinlich hat er mich für einen Jagdaufseher gehalten. Ja, man lebt gefährlich. Ich habe einen Warnschuss auf ihn abgefeuert. Tja, und in diesem Moment kamst du dazu. Das dünkt mich merkwürdig, Felix, denn alle Wilddiebe, die ich kenne, wildern nicht zu dieser Tageszeit. Cheers. Willst du mir nicht mal reinen Wein einschenken? Vielleicht wollte dieser Wilddieb in deinen Memoiren wildern. Sieh mal an, wir zeigen Farbe. Wie du dir denken kannst, ich bin nicht einfach so zufällig fürs Weekend hier. Ich habe mich auch schon gewundert. Wenn man so viele Jahre für alle Seiten spioniert, ist man besonders hellhörig. Mhm. Was ist mit deinem Freund Danny? Daniel, der hat überhaupt nichts damit zu tun. Der weiß von nichts. Tja, wenn du das sagst. Also kommen wir beide ins Geschäft. Vorher würde ich gerne eine Kleinigkeit erfahren. Mhm. Und das wäre? Für wen arbeitest du? Den britischen Geheimdienst natürlich. Oh ja, natürlich. Wie geht's dem Alten eigentlich? Wie war noch sein Name? Du würdest wohl nicht mal deiner Mutter trauen. Ihr am allerwenigsten. Sie spionierte für die Ägypter. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, der Alte heißt Sir Charles Worthington. Um nicht Mr. Cavendish zu vergessen. Profillose Ratten prägen sich mir besonders gut ein. Tja, Felix Tacheles, alle wollen deine Memoiren haben. Wir sind besonders scharf drauf, wollen sie lesen und vernichten. Sag deinen Preis. Also, äußere dich, was dir da so vorschwebt. Halb und halb? Whisky und Soda? Die Schwestern mixen wieder. Ich dringe nicht gerade in Hochgeistiges. Durchaus nicht. Nein, durchaus nicht. Wir haben auf dich gewartet. Du beißt dir beim Lügen nochmal die Zähne aus. Dieser Oberforstelewe, der vorhin bleispuckend durch das hochwohlgeborene Unterholz trabt, da hast du eine süße Muschi. Das ist vielleicht gar kein Profi. Brett ist davon überzeugt, dass es ein Wilddieb war. Ach, er glaubt, den Burschen zu kennen. Euer Lordship erinnern sich? Na, dann lass doch mal strömen. Also, nach der kurzen Beschreibung, die mir Felix gab, glaube ich, dass es ein Bursche namens Worthington ist. Foxy Worthington. Er hat hier einen Ruf wie Donnerhall. Aber nur im Wald, wo des Jägers Hose schaut. Danke vielmals. Zwischen dem edlen Waldesgrün fiel mir das ins Blauauge. Ein Bleilutscher, 9 mm. Wenn man damit einen Fasan trifft, dürfte der aussehen wie eine Fledermaus nach der Wurmkur auf mich. Ja, gut. Pussykätzchen, komm, mach Schiebchen-Schlüsselchen. Ja, du liebes kleines Kätzchen, du, komm her. Na komm, Schiebchen-Schlüsselchen, komm. Brav. Du bist kapitalistisches Monster, imperialistisches. Tja, damit mir durch die rasante Unterhaltung hier nicht die Socken explodieren, will ich spazieren gehen. Aber wir haben draußen Frost. Frostiger als bei eurer Lordschaft kann es draußen auch nicht sein. Auch den Smog aus den Lungenpumpen. Dagegen wäre nichts einzuwenden. Ach ja, richtig, so ein kleiner Verdauungsspaziergang. Was willst du denn verdauen, den ungeschossenen Fasan? Schloss Oaks. Guten Abend, Sir. Ja, bitte einen Moment. Mr. Meadows? Ein Anruf für Sie, Sir. Legen Sie das Gespräch auf mein Zimmer, Chivers. Nett. Wer auch dran sein mag, bitten Sie ihn zu warten. Würden Sie bitte am Apparat bleiben, Sir. Mr. Meadows meldet sich sofort. Nimm doch jetzt eine Prise Waldluft. Ich warte hier so lange auf Felix. Ist doch hundekalt draußen. Bin ich ein Hund? Tut mir leid, Sir.
Mr. Meadows ist noch nicht präsent. Na, vielleicht hat er sich verlaufen im Ost- oder Westflügel. Habt ihr offenstehende Gullis im Haus? Wäre auch denkbar, dass er in einem der desolaten Scheißhäuser drin liegt, oder? Daniel, ich bitte dich. Aber du hast recht, ich sehe mal. Immer geradeaus, dann rechts. Aber du kennst dich ja aus in der Klitsche hier. Kommen Sie, Chivas, ich mache das so lange für Sie. Sie haben so viel zu tun, falls Sie noch die Speisekammer streichen wollen, das wäre jetzt ideal. Die Speisekammer, in Chicherin, ich fürchte, wir haben dann keine Farbe Kaffee im Haus. Das gibt noch ein Muster. Chivas, wie geht's Ihren Eltern? Gut, Sir. Richten Sie doch meine Empfehlung aus. Ich hätte seinen Drink doch verdünnen sollen. Hallo, Meadows hier. Felix, ich fürchte, man hat uns getrennt. Ach so, wer parliert denn da? Benson, selbstverständlich. Oh, Benson, lieber Benson, wie geht's? Hören Sie, wir brauchen das Manuskript und zwar morgen. Das wird sich nicht machen lassen. Ich dachte, es wäre alles okay. Nun, bei mir ist meistens alles okay. Nun, hören Sie mal, Felix, so kann man ja nicht arbeiten. Wir haben einen Vertrag und er ist unterschrieben. Hier ist der Berkshire, Anschluss 701 in Berkshire. Hier ist die Vermittlung für Überseegespräche. Hier ist ein Anruf für Felix Meadows von der illustrierten Doppelstar in New York, spezialisiert auf Memoiren. Was ist? Der Doppelstar kriegt die Memoiren? Benson, was haben Sie vor? Was ist das für eine Schweinerei? Hören Sie. Immer. Sie haben die Rechte an mich verkauft, Felix. Hallo, Felix. Ich selbst. Das bringt mir Bares. Felix, was bedeutet das, Felix? 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 Anzahlung heute Abend. Die Wärmflaschen, die Heizung ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Überall tropft es und da hat Mr. Meadows seinen Anruf bekommen. Ja, er denkt darüber nach, ob er in Revision gehen soll. Wissen Sie, heutzutage ist es sehr ruhig hier, Sir, aber früher, da gab es Partys und Gesellschaften. Da wurde geschossen und geliebt und gesoffen. Was war denn das? Kann die Muschi auch reden? Hier auspennst, sind deine Gäste verstimmt und gehen. Was? Wer war denn das? Hast du ein Päckchen gesehen? Von dieser Größe etwa das ein Plastik? Das trug der eilige Gast. Dann müssen wir leider hinterher. Hilf was mir ist doch. In dem Päckchen? Verhüterling. Nicht so lange. Es ist Tür auf für die Majestät. Also für meinen kalifornischen Cowboy würde ich ja mal nicht so Film. Viel. Schocken wir nicht hart. Sehr gut, Daniel. Ich nehme dir das ab. Du darfst nicht so schwer tragen. Ich werde das an mich nehmen. Gruß an britische und amerikanische Regierung. Spiel verloren. Was meint ihr mit britischer und amerikanischer Regierung? Die Briten, das sind so lilafarbene Goldgabelhalter wie du. Milord, handhaben Sie besser den Vorderlader. Ich ziele nicht mehr so gut und das Gewehr hier... Eine alte Flinte streut schon ein bisschen. Seiner Mundart nach ein Russe. So ungefähr 40. Die Haarpracht ist schütter und strähnig. Das falsche Shampoo wahrscheinlich. Oh, das verbiete ich mir. Aha. Und wie ist sein Name? Ivan Alexis Ivanov. Na gut, wir werden auf ihn aufpassen, bis ihr morgen früh da seid, ihr Lieben. Ach ja, noch ein Wort zu den Memoiren. Wir werden nicht umhin kommen, sie mit den Amerikanern zu teilen. Na wieso? Die sind doch auf unserer Seite, oder?
Mr. Cavendish ist sauer auf dich wie auf Zwiebelfisch. Und Pfeiffer hat deinetwegen offene Magengeschwüre. Wo ist eigentlich Felix? Sie haben geläutet, ja, Chivas, haben Sie Mr. Meadows gesehen? Nachdem ich ihn ausgewickelt hatte, hat er sich im Bett eingewickelt. Das halten eure Laken noch aus? Ja, danke, Sir. Chivas, und eine gute Nacht. Danke, Sir. Gute Nacht, Gentlemen. Geht das per Einschreiben an die Queen? Wieso? Das darfst du nicht mal anfassen, das gehört dir nicht. Merkwürdig, Cavendish meinte das Gleiche von dir. Ihr reaktionären Dekadentenländer traut euch alle untereinander. Schnauze, nicht, oder ich entziehe dir den Grießbrei. Langsam, Daniel. Zu Ihrer Beruhigung, wir vertrauen einander. Wen meinst du? Eine Notlüge für den Ostprim. Vielleicht Bananen, die er rüberschmuggeln will. Vielleicht Bananen, du bleibst auf Hundeplatz. Auf Seitenstrümpfe. Wir gucken einfach mal nach. Mhm. Ich möchte wissen, worum es hier eigentlich geht. Muffig riechen's. Theater. Telefonbücher, na fein, dann kannst du dich ja mal nach Herzenslust austelefonieren. Ivan Ivanov. Ihr verschwindet. Wir wollten uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Habt ihr die Memoiren? Nein, aber wir wissen, wo Felix sie aufbewahrt. Felix, wenn ich diesen Namen höre, wird mir schlecht. Ich werde dem Genossen General klarmachen, dass es sogar für einen Helden der Sowjetisch-Sozialistischen Republik ein paar Dinge gibt, die einfach zu viel sind. Ivanov, macht das Maul nicht auf. Die ganze Nacht nicht? Wir haben genau aufgepasst. Hätten ja ein paar Krümel Kaviar rausfallen können. Ihn zu verhaften wäre auch sinnlos. Wenn wir einen von denen einsacken, nehmen die einen von uns oder von euch. Also was machen wir jetzt? Wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Richtig. Und Sie liegen hier auf der faulen Haut und überlassen uns das Denken. Na, ich kann Sie ja durch die Katakomben schleifen. Um sich die Zeit zu vertreiben, können Sie Ihren Vortrag vor den Kellerratten halten. Ja, hier, Leck, ja. Lektüre. Also, Felix, lies was Lustiges aus dem Telefonbuch vor. Das ist Schwund. Sie sind ausgetrickst worden, Sinclair. Ich habe Hunger. Wollen wir was essen gehen? Mr. Wilde wird Ihnen was empfehlen. Was wir sind denn? Hier heute leider nicht auf Gäste eingestellt. Ja, es gibt Kohlsuppe und da dampft man so. Das hält der morsche Putz hier nicht aus. Ach, die beiden. Mit denen werde ich mal noch ein paar Takte reden. Sie können ja schon vorfahren. Nach Ihnen werde ich die beiden auch noch interviewen. Wer sind die Ladies? Ihr Freund Felix war unter mehreren Namen bekannt. Einer davon war Meadows und der andere war Schulmann. Und die eine Lady da ist Mrs. Meadows und die andere ist Madame Schulmann. Na, das gibt's doch nicht. Hast du das gehört? Heißt so, Schulmann was ist verheiratet? Besten Kreisen vor. Ein Spion ist eben keine Asche und Asche ist wieder Mode. So, die gehen essen. Ich habe die Dorfkneipe empfohlen. Entsinnst du dich an deinen tierischen Blähbauch nach dem schrecklichen Hammelbraten? Heute gibt's Zwiebelfleisch, das wird ihnen die Hose zerreißen. Also Felix hat's wieder mal geschafft. Wenn es ihn nicht so glücklich machen würde, würde ich mich von ihm scheiden lassen. Ich bring ihn eines Tages um. Ja, wissen Sie, Sie und Ihr Freund, Sie sind sehr charmant zu uns gewesen. Es war alles Absicht. Trotzdem, Sie verschwenden Ihre Zeit. Von uns erfahren Sie nichts. Wir sind doch gar nicht mehr neugierig. Wir haben uns zur Ruhe gesetzt. Spionage ist so ein hässliches Geschäft wie das Fernsehen. Man kann einfach keinem mehr trauen. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Außerdem dürfte Felix längst ins Ausland geflohen sein. Nein, er kommt zurück. Ich bin überzeugt. Kommen Sie auf das schmale Brett. 6 Reisepässe und 2 Sparbücher. Ja. Sie glauben doch wohl nicht, dass er das zurücklassen würde, oder? Das klingt irgendwie logisch. Also, wenn Sie nichts dagegen haben, werden wir warten. Dann warten wir zusammen. Ich bin überzeugt, Sie kaufen Ihre Parfums in Western.
Nirgendwo riechen die Duftwässerchen. Scheußlich. Das kann ihr Rasierwasser sein. Herrlich, diese hohen, wunderbaren Räume. Und diese kostbaren Antiquitäten. Oh, traumhaft, die Sachen. Eins schöner als das andere. So eine Umgebung beseelt, da hat man doch herrliche Einfälle. Wenn einem so ein Stück auf die Birne fällt. Eigentlich frustrierend. Wir hätten schon genauso reich sein können. Alles war schon perfekt. Alle haben sich um seine Memoiren gerissen. Warum haben Sie denn keine Kopien davon gemacht? Die hätten Sie doch in Ihre Unterwäsche stecken können. Na, sieh an, ein Unterwäschefetisch. Und ein großer Sticker. Das sind Typs, sind der Frauen verwöhnt, habe ich Ihnen nicht zugetraut. Erst schenke ich Champagner und Plätzchen und dann ein Nazmännchen. Oh, Pelze mag ich gar nicht. Ich bin ja auch kein Pelznießer. Um das zu überprüfen, entzieht sich meiner Möglichkeit, denn noch bin ich mit Felix verheiratet. Ach ja, Felix, man wollte ihn umbringen gestern. Na und? Sie haben den Charme eines Betonpfeilers. Ich bin nur weicher. Darf ich mich davon überzeugen? Das würde ich Ihnen nicht raten, ich betreibe Karate. Einsatzformer, Ohren strafft das Beinkleid. Und erhöht die Denkfähigkeit, kann aber tödlich sein. Seine Lordschaft kommt zum Gruppenlunch. Daniel, jetzt schon Tee? Ausgezeichnet. Verzeihen Sie, Mylord. Ja? Wie ich den Laden kenne, bleiben die Ladies über Nacht. Ja, Sie nehmen auch sehen, wie sich der Abend entwickelt. Ach, bitte, gut, dann werde ich die Badewanne putzen und ein Stück Seife rauslegen. Sicher ist sicher. Ah ja, der Tee, dann wollen wir mal. Ist das nicht gemütlich? Danke, Daniel. Es ist wirklich einmalig. Ich glaube, ich... Ich habe noch nie Tee mit zwei Damen zusammengetrunken, die beide zur gleichen Zeit mit dem gleichen Mann verheiratet sind. Ja, das geht. Die eine onduliert Blumenkohl, die andere spitzt Mohrrüben. Und wir kommen uns nie ins Gehege. Und nachts im Kasten. Ich habe früher in Heidelberg gewohnt. Und wenn Felix in Deutschland spionierte, dann wohnte er bei mir. Und Ingrid wohnt in Paris und... Ach, und wenn er in Paris spionierte, dann hat er... An dem synthetischen Leoparden geschnuppert. Ach, und gar nicht eifersüchtig? Nein, durchaus nicht. Wir haben nichts voneinander gewusst, bevor er ins Gefängnis kam. Was führte sie zusammen? Das liebe Geld. Das liebe Wenn Geld. Ich Felix mit zwei Frauen amüsieren kann, dann kann er auch zwei zukünftige Witwen versorgen. Das ist logisch und fair. Ich trinke meinen Schluck, und dass das er eines Tages umgebracht wird, darüber besteht kein Zweifel. Mit Karate. Na, sieh mal, der spionierende Schaurammler. Was für eine freudige Überraschung. Müde siehst du aus. Noch eine dritte geheiratet? Das nicht. Trotzdem könnte ich einen Schluck tiefer tragen. Ich hoffe, ich störe nicht. Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, du kommst wie gerufen. Nein, ein Ballermann hat sie. Sieht aus, als hätte sie die Bäckchen voller süßer Plunderstückchen. Dabei will sie Blei und das Volk streuen. Wollt ihr drei euren Familientratsch nicht unter euch regeln? Ich hasse laute Worte. Ich mag keinen Streit. Zoff ist gesund und gehört dazu. Meinst du? Eine Familienfeier ist erst schön, wenn der Funkwagen kommt. Sagen Sie endlich, wo Sie Ihre Memoiren haben. Ich habe Weihnachten was vor. Das kann ich dir sagen, mein Liebling. In seinem Kopf. So einen Kopf gibt's gar nicht. Nimm es runter. Den Kopf soll er runternehmen? Das geht doch nicht. Kind ohne Kopf bleibt sein Leben ein Krüppel und ihm passt nie ein Strohhut. Oh, Glatznost. Das sieht ja entsetzlich aus. Sogar in den Gefängnissen im Ostblock kann man nicht dahinter. Ein Hammer, was? Hunderte von Seiten reduziert auf diese Größe. Nur ein Mensch ist bisher dahinter gekommen. Er versuchte mich gestern an der Grenze umzubringen. Nein, 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 nicht, Schätzchen. Keiner wird je kaufen oder verkaufen. Nee, zerfransten Pudel? Meine Biografie wird von einem Mann veröffentlicht werden, der an kein Geheimhaltungsgesetz gebunden ist, weil es in der Schweiz drucken lässt. Und der hat am meisten dafür geboten? Nein. Alles, was ich dafür bekommen werde, sind nur meine Autorentantiemen. Weiter nichts. Meinen Namen gedruckt zu sehen, ist auch schön. Ich bin recht bescheiden. Was ich zum Leben brauche, habe ich mir zusammengekratzt. Also doch, Gynäkologe. Daniel! Du mieses Dreckstück! Schnapp's dir, Heidi! Den Revolver weg! Wer ist er denn nun? Der hat gleich einen ganzen Kaffeewärmer auf. Keine Bewegung. Keiner von euch steht auf. Warum sollte ich aufstehen? Ja, mit dem Tee noch nicht fertig. Der dürfte inzwischen kalt sein. Los hinter ihm her! Also eins hasse ich auf den Tod, wenn man sich nicht vorstellt. Viel zu klein für Ihren Kopf, das ist allenfalls ein Eierwärmer. Wie
Vielen Dank, Lord Sinclair. Lord Sinclair, das bist du doch, nicht? Igitt vom Teufel, was ist denn das für Mottenvieh? Hier ist überhaupt nichts drin. Läuse, du sei mir nicht böse. Ihr habt nichts dagegen. Mir wird's nämlich kalt auf dem Kopf. Ja, um ehrlich zu sein, sie hat recht. Es ist nichts drin. Ich hab's gestern Abend in London meinem Verleger übergeben. Er will's verfilmen. In der Hauptrolle Karl Malden. Pfötchen, dass so ein Arschloch wie dieser Felix uns reinlegt, das setzt vielleicht alle Herrenfriseure in Moskau in klapperndes Entzücken, aber mich nicht. Was machst du da überhaupt? Du schuldest mir jetzt $24.000, sinnlos noch weiter zu zahlen. Ich denke gerade an den Spion, der aus der Kälte kam. War ein guter Film mit Robert Burton. Benson? Nein, Burton, Richard. Nicht der versoffene Mr. Taylor, ich meine Benson. Benson? Die Flöte, mit der ich gestern Abend telefonierte. Ich gab mich als Felix aus. Und der hat mir irgendwas von Verträgen in die Lauschlappen gesilzt. Na, dann muss dieser Benson sein Verleger sein. Grünau, weiter. Nur in London gibt es etwa 300 Verleger. Und bestimmt 200, die Schweizer Käse über alles lieben. Aber wir hatten eine Privatdruckerei in der Schweiz. Die Firma haben sie drüben eingetragen. Hier haben sie ein Büro mit dem Krümelmonster, mit dem wichtigen Gesicht. Umgehen so das Geheimhaltungsgesetz, findet das Eingang in die Grauenzelle. Also den Typ müssen wir suchen. Das redest du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Das wird nämlich eine Weile dauern, bis wir die alle abgeklappert haben. Donnerwetter, das haut mich echt. Was haut dich? Meine Karten. Ich habe ein so geiles Blatt, damit könnte ich dir blind 10 Mille aus dem Kreuz leiern, auf Tutti. Das Manuskript werden wir klauen müssen. Im Einbrechen sind wir keine wahren Profis. Mach dir nicht in die Hose, du hast nur eine. Übrigens Hose, da bringst du mich auf eine Idee. Ich glaube, ich habe jemanden, der sowas kann. Mann, ist das ein geiles Blatt. Also, die Lichter sind aus, das Haus ist leer, wir können brechen. Was guckst du mich so an, Junge? Einbrechen, nicht übergeben. Türchen aufklauen. Warte doch mal, Junge. Guten Abend, Euer Lordschaft. Mr. White? Chivers, haben Sie die Eltern besucht? Sehr gut, pünktlich wie immer, Chivers. Bevor ich schreie, sag mir, du verscheißerst mich. Ist doch nicht dein Ernst hier mit Opa Kalkleister. Das sind moderne Schlösser, nicht Tante Emmas Sparstrumpf. Keine Sorgen, ich bin Profi, Mr. White. Bevor ich mich vom Dienst zurückgezogen habe, war ich ein Topmann in der Londoner Unterwelt. Nicht nur ein Topmann, er war der Beste. Ach, niemals erwischt. Übrigens, ich habe mir die Freiheit genommen, mir dort die Bullen auf ihren diversen Rundgängen zu überprüfen. Sicher ist sicher. Die Bullen? Wie redet denn der? Wenn Sie so freundlich wären, Milord. Ich sagte moderne Schlösser, die kriegen Sie mit dem Zahnstocher nicht auf. Nein, Sir, ich habe mir zu Hause ein Steak machen lassen und das Fleisch, was wir haben, das sind die Gewisskiller. Keine Einzelheiten, Chivers, das ist privat. Na gut, knacken wir die Tür. Dauert's noch lange, Chivers? Was heißt lange dauern? Er bereitet schon einen Tee zu. Werte Frau Großmutter hatte beinahe schon recht. Sie sagte immer, traue keinem über 30. Alles verschlagene Hunde. Bitte, Milord. Hier riecht's ja muffig, wie bei dir zu Hause. Brauchen Sie irgendwas, Chivers? Nur den Schmalzbohrer, Milord. Vielleicht lässt er sich mit dem Klistier leichter öffnen. Tower an Biene, klasse. Sie sind ein Genie, Chivers. Vielen Dank, Milord. Es ist schön zu wissen, dass man auch als Rentner noch vorne ist. Möchten Sie einen Drink, Milord? Nein, zurzeit nicht. Den trinken wir später gemeinsam. Oh, wunderbar. Und ich wasche die Gläser. Ich sehe mich inzwischen mal um. Vielleicht sieht ja aus wie Lebensmittelkarten. Felix Meadows, da ist es ja. Das wirst du schön auf den Tisch legen, Opa. Ach, die Lederpuppe. Sag mal, riechst du so streng oder warum wären wir den nicht los? Na, ich hab doch recht gehabt, Sinclair. Ich wusste, wenn ich sie so richtig heiß mache, würden sie das für mich suchen und auch finden.
Du Schwalmjodler, ich denke, der gehört zu dir. Vielleicht hat er sich selbstständig gemacht aus steuerlichen Gründen. Ist er eine echte Laus? Er hat es auch mal beim Film versucht, als Dracula, aber seine Eckzähne waren zu kurz, also musste er in diesem Job. Weiter Job. So ist es. Ich habe kombiniert, es konnte nur jemand sein, der weiß, wo Felix im Mikrofilm versteckt haben könnte. Das hätte aber nur bei einem toten Felix funktioniert. Wie kommen Sie denn auf sowas? Dracula will was wissen, sag sie. Ist logisch, Daniel. Es konnte ja nur dieser James Bond für Fußgänger sein, weil er Felix gekannt hat und jahrelang mit ihm zusammenarbeitet. Denn den abgelatschten Trick mit dem Toupet hat er sicher früher schon mal benutzt. Ja, einmal. Bei Khrushchev in Leningrad. Nur das ging schief, da war Glatzenmode. Sag mal, King Lear, hast du das schon gewusst, als wir mit den Spionagenoten beim Tee parlieren? Ja, ich hatte so einen Animus. Und dann begann ich nachzudenken. Was für ein Jammer, dass sie nicht schon etwas früher begann, nachzudenken. Oh, das Bäuerchen muss eine Kriegsverletzung sein, hm? Na, na, volle Mann auf mal. Ja. Komm, Contenance, nicht ihre Bücher. Du hast noch einen guten Schlag, Daniel. Chivas, seien Sie so freundlich und rufen Sie unverzüglich die Polizei. Eine Lage holen, bitte, Milord. Der hat keinen. Also ich habe nicht kontrolliert, ob er einen hat. Ich meine, er hat keinen Mikrofilm. Jedenfalls nicht bei sich. Du, Daniel. Mhm. Ja, hier ist er. Ich bin völlig unschuldig. Du hast doch wohl nicht etwa... Untersuch mich, du wirst nicht den kleinsten Krumm in der entferntesten Furche finden. Hast du mal die Stolche fertig gebracht? Das Chivas wieder klaut. Schlimmer, wir trauen einander nicht mehr. Wer traut einem Adligen? Also gut, wenn der ihn nicht hat. Ich habe ihn ebenfalls nicht und du auch nicht. Mhm. Dann zieselt er sich noch irgendwo durch die Gegend hier. So, die Bullen stehen auf der Matte, Milord. Eine Frage, was soll ich mit dem Wisch hier anfangen? Sie sind nicht nur ein Genie, Sie sind sowas wie ein Engel. Ein Engel, sagst du sonst immer zu mir. Du willst den literarischen Erguss vernichten. Nicht mal. Wenn wir beiden uns schon nicht mehr trauen können, dann können wir den anderen erst recht nicht mehr trauen. Hat er recht. Kein Streichholz. Haben Sie ein Streichholz? Ich darf Sie bemerken, Milord, das hier ist ein Sicherheitsfilm und sowas brennt nicht. Oh, doch, so brennt es auch ein Feuer. Ich darf mal für jeden eine Vorspeise. Euer Lordschaft soll nicht leben wie ein Hund. Ich danke. Schlimmer als ihr Steak, kommt ja auch nicht an. Lord Sinclair? Das ist der Blasse hier. Ja.